Hi, ihr Lieben. Ich wollte heute noch mal ein bisschen Zeit nehmen, euch ein bisschen mit reinnehmen, um zu ein paar Sachen zu erklären, die ich in meiner Predigt kurz letzte Woche kurz so erwähnt habe, aber wo ich einfach aus Zeitgründen auch nicht drauf eingehen konnte. Also das ist jetzt so ein bisschen Teil 2 oder ein Tiefgang von dem, über das wir geredet haben. Ich rede ja gerade immer wieder über die Endzeit. Ganz einfach, weil es so viele verschiedene Spekulationen gibt, weil es so viele verschiedene Meinungen gibt und die Meinungen auch einfach ganz, ganz stark dann immer vertreten werden. Und mir ist es wichtig in dieser Zeit, dass ich euch nicht in eine gewisse Meinung reindrücke, sondern dass ich euch ein bisschen die Möglichkeit gebe, gut selber zu reflektieren und zu überlegen, dass wenn ihr an eure Bibel geht und zum Beispiel die Offenbarung lest, dass ihr einfach ein bisschen Werkzeug in der Hand habt, das euch hilft, Dinge einzuordnen. Deshalb haben wir ja jetzt in der Predigt über Prämillenarismus geredet und Postmill und Amill. Wir haben uns angeschaut, also die verschiedenen Sichtweisen zu diesem Millennium, zu diesem tausendjährigen Reich. Zur Erinnerung, Prämill ist der Glaube, dass es dieses tausendjährige Reich wirklich gibt, dass es auch wirklich 1000 Jahre gibt und dass Jesus Prä, also vor dieser Zeit zurückkommen wird und dann eben auf der Erde herrschen wird. Grundsätzlich hat diese Sichtweise eine relativ negative Weltsicht, glaubt, dass die Welt, dass alles immer schlechter wird bis zu dem Punkt, wo die Trübsal ist und wo dann eben Jesus kommt und die Welt rettet praktisch und dadurch 1000 Jahre Frieden in Frieden herrscht. Postmill war die Sichtweise, dass wir als Kirche einen Missionsauftrag haben und der auch erfolgreich sein wird. Das heißt, dass die Welt immer besser wird. Und eines Tages wird es sogar so sein, dass es 1000 Jahre lang Frieden geben wird, auch durch das, was wir als Kirche tun. Und danach wird Jesus zurückkommen, danach wird die Auferstehung kommen, neuer Himmel, neue Erde etc. Oder gibt es eben noch Amil, die glauben gar nicht so richtig an ein Millennium auf dieser Erde. Die sagen die sagen, das Millennium ist im Prinzip die Menschen, die jetzt im Himmel sind, die schon verstorben sind und für die dann ja auch eines Tages eine Auferstehung kommen wird, wenn Jesus wieder zurückkommt. Also das waren die drei verschiedenen Sichtweisen. Ich habe dann, als ich über Postmill geredet habe, ein bisschen darüber geredet, was sie mit der Offenbarung machen. Wenn du ja glaubst, die Welt wird immer besser, dann ist doch die Frage, was machen die mit den ganzen Prophetien, zum Beispiel der Offenbarung, wo ganz auch viel geschildert wird, Christenverfolgung und Unheil und Erdbeben und da redet es ja von siebenköpfigen Drachen und lauter solche Sachen. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Und ich mag euch heute nochmal vier verschiedene Sichtweisen geben, die man auf die Offenbarung oder die Prophetie über in der Bibel haben kann. Und die stelle ich euch jetzt einfach ein bisschen vor. Da mag ich euch mit reinnehmen und ihr dürft wiederum ein bisschen bewerten und sagen, hey, wie habe ich das eigentlich bis jetzt gemacht? Und vielleicht sagst du, oh, ich habe es immer in dieser Art und Weise gemacht. Es gibt ja tatsächlich auch noch andere Arten und Weisen. Wichtig ist mir zu sagen am Anfang kurz, die Arten, die ich euch vorstelle, das sind alles von Menschen, die ernsthaft mit der Bibel umgehen wollen, die Bibel lieben und das interpretieren wollen. Also es gibt ja zum Beispiel die liberale Theologie, da mag ich heute nicht so arg drauf eingehen. Die würden zum Beispiel sagen, naja, da haben die Bibelautoren halt was aufgeschrieben und es war einfach falsch. Also das ist eine Sichtweise, da mag ich heute nicht viel drüber reden, sondern ich mag so ein bisschen davon ausgehen, zu sagen, hey, ich glaube, dass die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist, dass es Gottes Wort ist, dass alles in der Bibel Wahrheit entspricht auch. Und dementsprechend mag ich die vier Sichtweisen, die das im Hintergrund haben, ein bisschen präsentieren. Bei manchen wird da vielleicht so ein bisschen die Furcht kommen, no, das hört sich ja sehr nach liberal an, aber nein, ist es nicht, nicht unbedingt zumindest, okay? Also, lasst uns vier Sichtweisen anschauen, wie wir die Apostelgeschichte lesen können und eben mit der Lehre, na, die Apostelgeschichte, die Offenbarung lesen können und mit der Prophetie umgehen können.
Erste Sichtweise, ich fange einfach mal damit an, ist der Futurismus. Okay, Moment, Moment, Stift. Okay, schreibe mal hier drüben hin. Futurismus, okay, wie das Wort schon sagt. Future, also die Zukunft. Da ist die Hauptansichtweise eben, dass das meiste, was in der Offenbarung etc. erzählt wird, noch in der Zukunft liegt. Okay, also ich mache hier mal einen schönen Zeitstrahl hin. Muss man auch beschriften, haben wir mal Mathematik und, muss Mathematikunterricht gelernt. T wie Zeit. Okay, perfekt. Wir haben hier, ich würde es jetzt einfach mal in die Mitte der Zeit malen, ungefähr Jesus, der gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Wir haben hier eben das Alte Testament, wozu ja auch, also im Alten Testament sind ja auch viele Prophezeiungen getroffen worden. Manche sind dann durch Jesus erfüllt, manche vielleicht aber auch nicht eben. Wir haben hier dann zum Beispiel das Buch Daniel, okay? Also das wird ein ganz wichtiger Faktor auch sein in der Diskussion, weil vor allem Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11 etc. Sind ja sehr stark prophetisch, wo eben viel über die Zukunft geredet wird. Und viel von Daniel tatsächlich wird dann in der Offenbarung eben wieder aufgegriffen. Sehen wir auch gleich noch. Wir gucken uns gleich mal zusammen Offenbarung 13 an und testen die verschiedenen Sichtweisen. Okay, also Futurismus. Wir sagen jetzt einfach mal, wir sind gerade hier. Okay, also wir haben das Jahr 2021. Die Sichtweise Futurismus würde höchstwahrscheinlich sagen, machen das hier mal in Rot, was die Prophetien lehren. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Teilweise ist es vielleicht hier erfüllt worden in Christus, aber größtenteils wird das in der Zukunft noch erfüllt werden. Okay, also Futurismus schaut sehr stark auf die Zukunft. Genau, so wird es dann oft interpretiert. Also Futurismus, wir schauen uns gleich das Ganze noch an den Text an, wie das dann funktionieren kann. Offenbarung 13 könnt ihr euch schon mal rausholen. Also, es gibt den Futurismus, das ist die erste Sache. Das zweite, das ich euch kurz vorstellen will, ist der Idealismus. Okay, also das ist wahrscheinlich das, was den biblischen Text am wenigsten genau nimmt, würde ich mal sagen. Der Idealismus kann man eigentlich so ein bisschen, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich das jetzt hier als eine schöne Wolke zeichnen würde. Okay, das sind meine Zeichenkünste, das wäre eine Wolke. Der Idealismus geht in die Offenbarung und sagt zum Beispiel, ich suche ja nicht nach konkreten Sachen oder wenn das jetzt vom siebenköpfigen Drache redet, da gucke ich nicht, was sind jetzt genau die sieben Köpfe, sondern der Idealismus würde einfach sagen, hey, das sind grundsätzliche Kämpfe dargestellt zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit. Und ob das der Drache sieben Köpfe hat oder nicht, das ist alles nur irgendwie ein Bild verallgemein. Das Dunkle, das Böse kommt mit verschiedenen Facetten, aber das Gute wird doch siegen. Also der Idealismus hat hier keine klare Meinung, sondern die sind ein bisschen ganz oben in den Wolken und sagen, das sind allgemeine Konzepte, Kampf Gut gegen Böse. Die würden zum Beispiel in der Offenbarung sagen, was in der Offenbarung passiert, ist, da wird nicht eine Zeit beschrieben, erst passiert das und dann ist hier eine Trompete etc., sondern ich würde sagen, ja, das sind alles, jede Trompete oder jeder Kampf oder alles, jedes Siegel auch manchmal etc., sind alles die gleichen Bilder von Gut und Böse oder andere Bilder, die das Gleiche beschreiben. Okay, also das wäre der Idealismus. Futurismus schaut in die Zukunft, Idealismus schaut so ein bisschen versteckte Konzepte dahinter, die schauen das nicht alles so wortwörtlich an. Okay, dann gibt es den Präterismus, schauen wir uns als nächstes an. Okay, Präterismus. Präterismus. Kennen das Wort ein bisschen Präter vom Präteritum zum Beispiel? Ist ja eine Vergangenheitsform. Okay? Also Präter, lateinisch, bedeutet Vergangenheit. Der Präterismus würde sagen, gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten davon, aber grundsätzlich würden Sie wahrscheinlich sagen, 70 nach Christus,
kann keine 7 schreiben. 70 nach Christus ist ja der zweite Tempel da zerstört worden. Das war monumentales, wichtiges Event und ganz, ganz arg viel, was in der Offenbarung, in Daniel etc. beschrieben wird, würden Sie sagen, ist eben hier passiert. Okay, also hier passiert, gegebenenfalls auch einiges natürlich in Jesus dann erfüllt worden, was so die Daniel etc. beschreibt. Okay, also 70 nach Christus, sehr wichtiges Datum dort, als der Tempel zerstört wurde. Die würden jetzt, also es gibt zwei verschiedene Arten tatsächlich vom Präterismus. Es gibt den vollen Präterismus, und es gibt den, wie nennt man den jetzt, also den nicht vollen, nenne ich ihn jetzt einfach mal Präterismus. Das kann in die Liberalismus-Richtung gehen, okay, also die, die den vollen Präterismus halten, die würden wir wahrscheinlich niemals orthodoxe Christen bezeichnen, weil also orthodoxe Christen sind ja Christen, die Glaubensstatements, die über die letzten Jahrtausende gehalten wurden von Christen, an denen festhalten würden. Also Apostolikum, Nicäa etc. war ja, und Jesus Christus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Okay, also wenn du ein voller Präterist bist, dann wirst du sagen, naja, die Wiederkunft von Jesus, die ist da in 70 auch irgendwie passiert oder wie auch immer. Das heißt, es passiert nicht mehr. Die normalen Präteristen, würde ich jetzt einmal sagen, die würden sagen, okay, also die würden zum Beispiel sagen, Offenbarung, keine Ahnung, 1 bis 19 ist alles hier passiert, aber Offenbarung 20 bis 22, also dieses Jesus kommt wieder zurück, da ist das Endgericht etc. Also ist hier die Rückkehr von Jesus. Offenbarung, genau, das passiert noch. Also Großteil würden Sie sagen, ist passiert, 70 nach Christus. Einiges wie die Rückkehr von Jesus natürlich passiert noch. Okay, das sind die Präteristen. Letzte Sichtweise, die wir uns anschauen wollen. Was haben wir denn noch für Farben übrig hier? Lasst mal schauen. Ihr dürft euch eine Farbe wünschen. Kleiner Spaß, wir sind ja im Livestream und es ist auch kein Wunschkonzert, also wird's pink. So. Historizismus, ich hoffe, dass es das richtige Wort ist, das ich richtig geschrieben habe. Das ist die andere Sichtweise, die letzte Sichtweise so von den vier großen Sichtweisen. Historizismus wird sich wahrscheinlich anschauen, die verschiedenen Sachen, die vorhergesagt wurden, und würden schauen, wie das in der Geschichte passiert ist, ohne sich jetzt auf eine gewisse Zeit festzulegen. Also die würden jetzt nicht sagen, ja, alles muss jetzt genau hier passiert sein, sondern sie sagen, naja, manches ist vielleicht hier passiert, einiges ist in Jesus passiert, manches ist hier passiert, manches ist hier passiert und manches passiert tatsächlich auch noch in der Zukunft. Okay, ich würde mal sagen, die Historizisten würden sagen, das Allerwenigste passiert noch in der Zukunft, aber schon auch einiges. Aber ganz, ganz auch vieles von den Vorhersagen ist schon in der Vergangenheit passiert. Okay, genau. Mal ganz kurz, weil die meisten von euch jetzt wahrscheinlich sagen, naja, Präterismus, Historizismus, das ist ja alles, wie kann man das glauben? Wir müssen ja an die Zukunft glauben und etc. Also die Präteristen, die Historizisten, Aussagen, an denen die sich ganz, ganz stark festhalten, ist, dass Jesus oder das Neue Testament eben immer wieder gesagt hat, all das wird passieren, diese Generation wird nicht sterben oder wegschalten oder wie auch immer, bis diese Sachen passiert sind. Große Stärke davon, damit müssen die Futuristen erstmal umgehen. Also was bedeutet es jetzt, dass Jesus gesagt hat, wird nicht wegschalten, bis diese Sachen passiert. Großer Pluspunkt für die Präteristen definitiv, auch wenn es natürlich viele Probleme gibt in dieser Sichtweise. Okay, aber ohne das jetzt zu bewerten, wir wollen hier einfach mal kurz jetzt das anschauen in der Offenbarung 13. Okay, also wie diese Sichtweisen dann ganz konkret jetzt zum Beispiel ausgelegt werden. Okay, Offenbarung 13, sehr kryptisch würde ich sagen, da wird einiges beschrieben, das ist einfach unklar, wie auch vieles in der Offenbarung. Also wir schauen uns jetzt mal kurz an. Da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen,
steigen ein Tier mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Auf jeden seiner 10 Hörner trug es eine Krone und auf den Köpfen standen Namen, mit denen Gott verhöhnt wurde. Das Tier glich einem Leoparden, seine Füße allerdings sahen aus wie Bärentatzen und sein Rachen wie der eines Löwen. Der Drache übertrug dem Tier seine Macht, übertrug ihm seinen Thron und stattete es mit außergewöhnlichen Vollmächten aus. Okay. Wie interpretieren wir das jetzt? Der Idealismus würde da jetzt wahrscheinlich hingehen und sagen, ja, das ist typisch, das ist der Kampf Gut gegen Böse. Also jetzt haben wir hier ein Tier, das heraussteigt, und dieses Tier, das steht jetzt in diesem Fall dann natürlich für das Böse, und das Böse hat hier außergewöhnliche Vollmachten. Also man kann da auch erklären, warum Böses passiert. Naja, Böse hat schon viele Vollmachten gekriegt. Genau, und dann kann man sagen, Leoparden, das sind böse Tiere oder Bärentatzen, auch einfach gefährlich und dann auch Löwen, Raubtiere. Das ist alles ein gutes Bild für das Böse, das ist gefährlich, das treibt seinen Unfug etc. Also Idealismus, ich glaube, das macht Sinn, ist relativ einfach zu verstehen, wenn ich mal sage. Okay, Futurismus. Die würden jetzt hingehen und sich natürlich genau überlegen, hey, was bedeutet das jetzt genau in der Zukunft? Also die würden auch sagen, hey, es kommt noch eine Zeit in der Zukunft, irgendwann hier, da wird es richtig schlimm. Also die Welt wird immer schlimmer, die Welt wird immer schlimmer und irgendwann wird es so richtig schlimm werden. Wie sieht es so richtig schlimme aus? Ja, da wird es ein Tier geben. Ob das jetzt wortwörtlich zu verstehen ist, wahrscheinlich würden sie es auch nicht wortwörtlich verstehen. Aber sie würden sagen, ah, okay, 7 Köpfe mit 10 Hörnern. Und dann eben eine Krone, steht wahrscheinlich für Macht etc. Also die Futuristen würden da vielleicht hingehen und sagen, naja, eines Tages wird es vielleicht ein Reich geben, das aus 7 Reichen zusammengesetzt ist. Also jetzt zum Beispiel eine Interpretation könnte man da sagen, ja, wenn man jetzt Europa nimmt und dann Afrika und dann Asien und vielleicht splittet sich da eines Tages noch China vom Rest von Asien ab, dann hätten wir da noch eins in Nordamerika, in Südamerika, in Australien, in Arktis. Da hätten wir ja schon fast 7 Kontinente. Vielleicht stehen die 7 Kontinente, die sich irgendwann vereinen zu einer Weltregierung, zu einem großen Biest. Und das steht dann eben dafür. Also, eine Möglichkeit könnte man so interpretieren, so was wird kommen? Naja, es wird dieses eine Biest geben mit 7 Hörnern. Dann geht es hier eben weiter in Vers 3. Einer seiner 7 Köpfe hat eine schwere Verletzung. Naja, vielleicht gibt es dann in Europa Krieg und da ist eine schwere Verletzung. Aber es wurde wieder geheilt. Okay, Europa kommt wieder zurück und da ist wieder das Biest mit 7 Köpfen, die Weltregierung etc. Okay, also auch wieder nur eine Möglichkeit von 1000, wie man das in der Zukunft interpretieren könnte. Aber grundsätzlich geht man da eben hin als Futurist und man sagt, alles, was da geschrieben steht, jetzt in der Offenbarung, das wird in der Zukunft passieren. Und unsere Aufgabe ist jetzt halt ganz genau herauszufinden, was in der Zukunft es sein würde oder wie das eben aussieht. Okay, also Futurismus macht wahrscheinlich auch Sinn. Historizismus, Präterismus würden da ein bisschen anders mit dem umgehen, aber in manchen Sichten sicherlich auch ähnlich. Historizismus tatsächlich, jetzt brauchen wir noch meinen Pink hier. So, tatsächlich, wenn ihr in Nürnberg ans Rathaus geht, da werdet ihr Figuren sehen an den Eingängen. Also da gibt es so ein großes Steingebilde im Prinzip. Und da sind interessanterweise diese Bilder aus der Offenbarung zu sehen. Also, und da ist dann zum Beispiel, muss jetzt mal kurz hier nachgucken, genau, also was da zum Beispiel zu sehen ist, da ist ein Löwe zu sehen auf der einen Seite, okay, und Nebukadnezar, weil sie sagen, der Löwe steht für Nebukadnezar und für das Babylonische Reich. Dann ist da ein Bär zu sehen, der Bär steht für Persien und Cyrus. Dann ist ein Leopard zu sehen, der steht für Griechenland und in Alexander. Da ist ein Biest zu sehen, der steht für das Römische Reich und Julius Caesar. Okay, also
Am Rathaus in Nürnberg, schaut sich mal an, ist im Prinzip diese historizistische Interpretation von vielen, was hier auch passiert. Das ist ja ein Bild von Daniel, von den Offenbarungen von Daniel auch. Und da wird es eben ganz klar gesagt, okay, wir haben hier verschiedene Köpfe, was in Daniel dann vier Kreaturen sind oder hier sieben Köpfe. Und da würde man einfach sagen, wenn wir da jetzt historisch hingehen, dann sehen wir eben diese sieben Köpfe. Höchstwahrscheinlich starten wir mit Babylon und Nebukadnezar und dann sehen wir da den nächsten Kopf, der ist wahrscheinlich Persien und dann Griechenland. Und dann das Römische Reich. Oder könnte man da im Prinzip weitermachen? Jetzt könnte man dann sagen, ja, nach dem Römischen Reich war ja erstmal keine so schwere Verfolgung mehr. Da hat es dann ja dieses, ich sag mal, Christentum gegeben. Manche sagen dann, naja, der nächste Kopf ist dann das Papsttum. Das wäre dann wieder mit den Reformen. Also die Reformer waren tatsächlich die allermeisten, die Reformatoren allermeisten. Die Historizisten, die eben gesagt haben, ja, so wird es ungefähr erfüllt. Und die hätten dann auch die meisten von denen gesagt, genau, und der Papst ist einer dieser sieben Köpfe oder wie auch immer. Genau, also Historizisten schauen sich die Geschichte an und da ist natürlich ein. Also tatsächlich gibt es nicht mehr ganz so viel heute, würde ich mal sagen, weil es da einfach eine riesen Bandbreite an Interpretationen gegeben hat. Und wenn du so dahin gehst, dann kannst du ja wirklich alles rein interpretieren. Also dann kannst du aus den sieben Köpfen die sieben letzte Bundeskanzler machen, wenn du magst oder wie auch immer. Also genau, ist natürlich auch schwierig, aber die anderen Sichtweisen sind es genauso. Futurismus kannst du ja auch alles rein interpretieren, sage ich mal. Nur halt, dass es noch in der Fu Zukunft ist. Also Vorteil vom Futurismus ist, du kannst dann sagen, naja, Mikrochips sind einer der Köpfe, Bill Gates ist einer der Köpfe, Corona-Info ist einer der Köpfe. Also genau, die Frage ist immer, wie geht man es an? Präterismus, wie gesagt, Präterismus, die schauen sich ja vor allem an, hey, das meiste, würden sie sagen, ist 70 nach Christus passiert. Die würden da vielleicht ähnlich hingehen an die sieben Köpfe und da auch sagen, ja, dass einige schon erfüllt wurden, so nach Daniel etc. Oder würden sie eben da drin sehen, okay, also die Präteristen würden hier tatsächlich ganz stark Nero drin sehen, der ja 69 nach Christus gestorben ist. 70 nach Christus wurde dann der Tempel zerstört, okay? Die Präteristen also, an einem seiner Köpfe eine schwere Verletzung zugefügt worden, eine tödliche Wunde, aber es wurde geheilt, okay? Schon einer meiner Predigten ein bisschen erzählt. Es gab damals nach Neros Tod ganz, ganz arg starke Theorien, dass Nero wieder auferstehen wird. Ganz, ganz arg viele haben das damals gehalten. Nero wird wieder auferstehen. Es gab tatsächlich auch drei Leute, die dann gekommen sind, die tatsächlich Nero ähnlich sahen, die gesagt haben, hey, ich bin der auferstandene Nero. Also war damals eben eine ganz starke Erwartung, Nero wird auferstehen, diese tödliche Wunde passiert, aber sie wird wieder geheilt werden. Oder wie das auch interpretiert werden kann, von den Präteristen vor allem, diese tödliche Wunde war, als Nero gestorben ist, aber dieses ganze System von Nero, dieses Römische Reich, hat ja dann weiter existiert. Kurz später kam dann Domitian, der auch Christen verfolgt hat, noch schlimmer als Nero sogar. Das heißt, so wurde dieses System ein Stück weit geheilt, das unter Nero existiert ist. Okay? Also interessant, oder? Ein Bibeltext hier aus der Offenbarung, vier komplett andere Wege, wie man den liest. Die einen sagen, was hier passiert ist, was hier beschrieben wird, passiert komplett in der Zukunft. Die anderen sagen, Idealismus, naja, es stellt den Kampf dar, der heute in der Gegenwart stattfindet, in der Vergangenheit stattgefunden hat und in der Zukunft auch stattfinden wird. Die Historizisten würden sagen, was ist alles wie, wann in der Geschichte erfüllt worden. Die Präteristen würden sagen, was da drin steht, ist schon erfüllt worden unter Nero und wer dann auch noch gekommen ist, natürlich zu diesem speziellen Tag an der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Ich finde es spannend, diese Sichtweisen. Und ich mag dir da auch einfach nochmal mitgeben,
Lies mal die Offenbarung. Vielleicht liest du sie viermal durch. Viermal, einmal unter jedem dieser Gesichtspunkte. Und ich bin mir sicher, du kannst ein neues lernen. Du wirst feststellen, jeder dieser Sichtweisen hat große Probleme, hat aber auch große Chancen. Ich glaube, das sage ich einfach immer wieder, was wir brauchen, ist ganz, ganz auch viel Gnade miteinander. Ich habe gerade, habe ich mich hingesetzt, weil ich mich einfach nochmal interessiert hat, wie geht N.T. Wright? N.T. Wright ist ein großer, wahrscheinlich der Theologe des 21. Jahrhunderts, so was Karl Barth im 20. Jahrhundert war oder so, würde man wahrscheinlich sagen, N.T. Wright ist im 1. Also ich habe riesen Respekt für N.T. Wright, ich lese ihn sehr, sehr gern. Der lässt sich nicht gern festnageln, aber ist hier definitiv auch in der Interpretation von Offenbarung 13 zwischen Präterismus und Historizismus. Also ist da zum Beispiel einer der bibeltreuen, gläubigen Theologen, der hier einfach nicht sagt, ja, die Offenbarung, das ist alles in der Zukunft und das sind die, sondern der das einfach auch anders, vielleicht ein bisschen differenzierter anschaut. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz auch viele Lehrer, auch von meiner Schule, die definitiv Futuristen wären und die sagen, wenn alles passiert in der Zukunft. Also wiederum, ich glaube, wir brauchen als allererstes, wenn wir die Offenbarung etc. lesen, ganz, ganz arg viel Demut und Geduld und wir schauen es an und wir machen es im Gebet und du kannst dich festlegen auf eins, was du eher hältst. Ich persönlich, ich habe mich noch nicht festgelegt, sage ich auch ganz klar. Der Grund, warum ich mich noch nicht festgelegt habe übrigens, ist auch der Grund, warum ich noch nicht über die Offenbarung gepredigt habe. Oder noch nicht intensiv über die Offenbarung gepredigt. Sagen mir immer Leute, Tim, du musst mir über die Offenbarung predigen. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann es noch nicht, weil ich noch nicht festgelegt bin, weil ich da noch lerne und suche und bete und die verschiedenen Sichtweisen kennenlerne. Ich würde mir manchmal wünschen, dass mehr Leute sich intensiv erstmal damit auseinandersetzen, bevor sie dann hingehen. Also ich habe tatsächlich vor 10 Jahren im Projekt XP, da habe ich durch die Offenbarung geprägt, durch die ganze Offenbarung, okay? Mit einer ganz starken futuristischen Prägung. War super einfach, so durch die Offenbarung zu predigen. Einfach ist jetzt, also, aber du kannst alles Mögliche interpretieren. Da gibt es ganz tolle Videos im Internet, die du anschauen kannst, was alles in der Zukunft genau passiert. Aber ich glaube, man muss da echt aufpassen, sich nicht zu schnell auf eins festzulegen, wie ich es damals gemacht habe, als ich 18 war. Und mittlerweile sehe ich, Mensch, da gibt es auch andere Meinungen, andere schlaue Theologen, die es eben nicht so sehen. Also, schaut euch das an. Ich wollte euch da einfach nochmal auch das Vokabular geben, sodass ihr selber hingehen könnt, selber studieren könnt und die Offenbarung so auch euch mal anschauen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Das ist meine Predigt dazu. 1 Punkt oder 2.0 könnt ihr mal sagen. Vielleicht kommen noch mehr. Mal schauen. Hey, ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Habt Spaß mit der Offenbarung. Geht doch gleich mal hin und lest euch einmal durch mit einer dieser Sichtweisen. Macht's gut.